Mit wem hast du über Sprechfunk geredet? Mit Soldat Cadwallader, Sir. Er ist etwas einfältig, aber er ist mein bester Freund. Und ich bringe ihm gerade bei, mit den Fingern zu zählen. Er hat viel Mühe damit, weil er krumme Finger hat, die sich kreuzen. Was weißt du über diesen Ort? Dasselbe, was ich über fast alles weiß. Mit anderen Worten, fast gar nichts. Hast du schon mal von der CIA 2 gehört? Niemals, Sir. Ich wusste nicht, dass sie Filialen eröffnet haben. Aber ich denke, es wäre eine sehr gute Arbeitsstelle für einen im Wald arbeitenden Soldaten, den Sie und ich kennen. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir. Erzähl mir von der Tempelruine und von dem, was da drinnen ist. Kein Soldat des Regiments ist befugt, diesen Ort zu betreten, Sir. Ich war nur am Tag unserer Ankunft dort, Sir. Um die Armbrustschützen wegzuschicken und ein Eisengitter zu montieren, Sir. Armbrustschützen? Ja, aber sie waren schon weg, Sir. Dort waren nur diese Typen mit weißen Kitteln, die kaputte Dinge an alten Orten suchen. Archäologen? Teufel, Sir. Ich denke, ich habe gerade sehr dumm ausgesehen, Sir. Was weißt du über die Amoeba? Nichts, Sir. Aber ich bin sicher, es ist nichts Kompliziertes. Mein Grundschullehrer sagte immer, Zachariah O'Connor, du bist einfacher gestrickt als eine Amöbe. Ich vermute mal, du hast noch nie von der Operation Traum des Schnabeltieres gehört, oder? Nicht im Entferntesten, Sir. Ich will verdammt sein, wenn ich weiß, was ein Schnabeltier ist. Junge, du weißt ja gar nichts. Ich höre besser auf, dich zu fragen. Mein Lehrer hat das auch gesagt, Sir. Teufel, ich habe eine Dummheit gemacht. Wofür hast du einen Kopf, O'Connor? Damit ich nicht von innen nass werde, Sir. Wir unterhalten uns später, O'Connor. Sir, ja, Sir! Ich hätte Ihnen eine Botschaft übergeben müssen, sobald Sie den Tempel verließen. Aber ich habe es vergessen. Und warum gibst du es mir jetzt nicht? Sir, Sie sind vielleicht ein listiger Fuchs, Sir. Sie haben eine Menge Tricks drauf. Für Professor François Pignon. Woher hast du das? Die Jungs von der Straßenkontrolle haben mir vorhin Bescheid gesagt. Die Kellnerin vom Strand sagte ihnen, sie würde ihn O'Connor übergeben und keinem anderen. Danke, O'Connor. Ich komme später und dann reden wir ein bisschen. An Ihrer Stelle würde ich das nicht machen, Professor Sir. Warum? Man hat uns befohlen, sie abzufangen und sie vor den Colonel zu bringen, sobald sie den Tempel verlassen, Sir. Aber du hast es nicht getan. Weil uns da, wo wir sind, niemand sehen kann, Sir. Aber wenn sie sich weiter vom Tempel entfernen, sind sie im Visier der Wachen und werden eine Feuertaufe erleben. In Ordnung, O'Connor. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Sir, bitte, Sir. In Ordnung, Caddy. So. Jetzt können wir wieder reingehen. Öffnen mal den Umschlag. Ich glaube, da ist etwas drin. Ich werde ihn öffnen. Es ist ein Ring. Moment mal, da ist noch ein Brief drin. Lieber Kaimi, der merkwürdige Gegenstand, den ich dir schicke, gehört dem echten Pignon. Ich habe bemerkt, dass er sich keine Sekunde von ihm trennen wollte. Deshalb dachte ich, dass er wichtig für dich sein könnte. Jetzt schläft Pignon, aber wenn er aufwacht, wird er sich zum Camp aufmachen. Deshalb beeil dich lieber. In ewiger Freundschaft, Lukelani. PS. Frag nicht, wie ich es geschafft habe, ihm das Ding wegzunehmen. Die Braut ist unglaublich. Ich würde alles dafür geben, um herauszufinden, was sie mit Pignon anstellt, um ihn aufzuhalten. François, mein Liebster. Das wissen die Götter. Aber wie ich sie kenne, wird sie angefangen haben, ihm von ihrer Kollektion an Ex-Lovern zu erzählen. Und der arme Prof ist vor Langeweile eingeschlafen. Genau, Brian. Genau. So. Der Koffer hat ja kein normales Schloss, wie er sagte. Ja. Das Dreieck des Rings stimmt mit dem des Griffs überein. Mal sehen. Heiliger Hopi, was ist das?
Das ist vielleicht ein Koffer. Ich wäre dumm, wenn ich ihn nicht sofort aufmachen würde. Eine Sonnenbrille? Die gerade aktivierte Karte? Ein Handschuh aus... Ich weiß nicht. Es sieht wie Kristall aus, ist aber gleichzeitig formbar. Genau. Das muss der überaus wertvolle Katalysatorhandschuh sein, von dem mir Chapman erzählt hat. Und? Ach du meine Güte. Allem Anschein nach muss das da ein Neuralisator sein. Ich habe einen im Film gesehen. Man hat damit das Gedächtnis der Leute manipuliert. Ich hatte gehört, dass es sie tatsächlich gibt, habe aber nie einen zu Gesicht bekommen. Und das war alles. Er redet übrigens von Man in Black, falls ihr das nicht wusstet. Aber machen wir weiter. Ist es aber trübe. Aber was ist das? Was ist das denn? Ist das vielleicht die Amoeba, die ich für Kautzmeier öffnen soll? Es muss etwas wirklich Besonderes sein, weil es in einem Kristallwürfel steckt. Ähnlich Museumsexponat. Ein Ball mit drei Löchern. Eine Bowlingkugel? Ich verstehe nicht, welches Interesse die Armee an einer primitiven Bowlingbahn haben kann. Ganz gleich, was für ein archäologischer Fund sie sein mag. Der Würfel scheint fest zu sein. Und obwohl er wie Kristall klingt, ist er auch warm. Irgendwie erinnert mich das Ganze an den fossilen Moskito und Bernstein, den ich seit Jahren mit mir herumtrage. Ja. Im nächsten Video geht's dann weiter. Bis dann!